Willkommen hier zu Match Nummer 4. Richtig, richtig packende Duelle hatten wir bisher und 3x1:0. Zweimal für mich, einmal für Mucke. Das ist wirklich kurios, hatten wir in der gesamten Saison noch nicht. Die Software sagt aber, dabei bleibt es nicht. Mucke verliert knapp mit 1:2 hier im Abstiegsduell. Für Nürnberg natürlich ganz, ganz wichtig. Die haben jetzt gewonnen, wollen nachlegen und Stuttgart einholen, damit sie selber eben auf dem Relegationsplatz sind. Eure Tipps mal ab in die Kommentarbox. Was glaubt ihr denn, wie endet das reale Match? Und was glaubt ihr, wie endet dieses FIFA-Duell zwischen Mucke und mir? Mehlbacher. Mehlbacher wieder, okay, gut. Los geht's hier, Match Nummer 4. Puh, hart umkämpftes Wochenende. Alle, die sich wundern, da fehlen doch noch ein paar Spieltage. Keine Sorge, unter der Woche werden jetzt die Spieltage folgen, die wir im Verzug sind. Aber weil Real die Bundesliga momentan so spannend ist, haben wir gesagt, okay, am Wochenende wollen wir dann eben diese Spannung auch mitnehmen in diese Aufnahmesession und euch das Ganze dann eben auch bieten. Also alle anderen Spieltage, die werden noch folgen. Keine Sorge. Ja, ist die Online-Bundesliga wieder komplett. Leibold, oh, schlechte Flanke. Ganz, ganz schlecht. Richtig. Zerfleischen, sag ich mal. Genau. Nee. Geil mitgenommen. Oh, aber Leibold. Richtig flott. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der da so schnell hinterherkommt. Ich auch nicht. Wir reden hier schließlich von Nürnberg. Ja. Also die Kaderbewertung. Ja, obwohl, sie ist ein bisschen besser geworden durch den Sieg. Na, kaum gewinnt man mal, hat man gefühlt eine andere Mannschaft von den Stärkepunkten hier. Ja, das stimmt. Schön gespielt. Für beide Vereine ganz, ganz wichtiges Duell. Für Nürnberg, ich sag mal, aufgrund der Konstellation in der Tabelle natürlich eine Niederlage noch ein bisschen schlimmer. Stuttgart hätte ja immerhin trotzdem noch den Relegationsplatz. Aber Nürnberg wäre dann schon sehr weit abgeschlagen. Da wird abgepfiffen, okay. Die erste Viertelstunde ist zu Ende. Hochklassig noch nicht, aber das ist natürlich auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen hier im Abstiegskampf. Da möchte man keine Fehler machen. Gomez. Stuttgart gerade besser. Gomez! Ja, ja, ja. Der ist gefährlich. Oh. Da war ich wohl noch dran, ja. Schwein gehabt. Aufpassen. Guter Block. So, Nürnberg. Schlecht, schlecht, schlecht. Noch schlecht der, Gomez. Ja, wichtig, dass wir da rankommen. Gut gemacht wieder. Ich habe es ja schon erwähnt, in den anderen Partien, Muckes Defensive deutlich besser. Diese Lücke direkt wieder zugelaufen, sodass wir da den freien Mann nicht mehr anspielen konnten. Und Mucke eben mit der Balleroberung. Oh! Kann er nicht mitnehmen, ärgerlich. Dicht, dicht, dicht machen, genau. Jetzt müssen wir versuchen. Schön, ja, immerhin mein Abschluss. Der war nicht gefährlich. Aber ist ja auch wichtig für die Statistik, ein bisschen was zu zeigen. Ja, wichtig. Oh, da
Er sollte den nicht hin. Ganz, ganz katastrophaler Pass. Ist ein bisschen zu lang. Tenia, passt auf. Den so ein scheiß Abwurf. Also jetzt, sorry, aber das geht nicht. Das geht gar nicht. Hat nur so viel Platz. Ballverlust durch Matenia und Gomez mit dem Abschluss. Matenia kam da nicht mehr ran. Pfostentreffer. Ah, der wird zu kurz. Stuttgart einfach einen Tick besser. Jetzt. Oh, schön aufgepasst. Schlechter Pass. Geht das hier schon wieder los? Nürnberg ist ein bisschen verunsichert. Da oben haben wir Platz. Ja, da haben wir Platz. Da haben wir Platz. Ah, immerhin eine Ecke. Immerhin mal eine Ecke. Scheiße, Gomez und der Pfosten. Ja. Glück für Nürnberg. Gomez, der steht da. Ah, unbeeindruckt. Andere, die hätten gar keine Ahnung. Hätten wahrscheinlich am Boden gelegen und geflennt. Ja, Gomez nicht. Die Rippe gebrochen oder wo auch immer der Ball gerade hinging. Gomez steht da einfach und macht weiter. Es war ein... Batenia. Meine Güte. Also Nürnberg kann sich hier wirklich glücklich schätzen. Ja, guter Zweikampf jetzt hier mal. Aber mit Risiko. Ah, das hat sich ausgezahlt. Schön gespielt. Ah, wichtiger Block. Nochmal nachgesetzt. Ach, und dann Leibold ärgerlich. Ja, gut passiert. 0 zu 0. Boah, ist das hier heute ein Kampf. Weiter geht's. In den ersten drei Partien hat es jeweils immer nur einer geschafft zu treffen. Ja, immer der trifft, der hat gewonnen, ne? Ja. Ishak. Oh, das war mal gefährlich. Guter Beginn für die Nürnberger. Das macht doch schon mal Mut. Gomez. Donis. Über die Außen, aber wieder zwischen Leibold. Oh, das war natürlich dann schon gefährlich. Der Ball zu lang. Aber klasse nachgesetzt. Oh, jetzt haben wir Platz. Behrens macht nichts raus. Oh, das war schlecht. Da habe ich auch gar nicht hingezielt. Ah, gibt das eine Ecke? Nein. Schade. Na, viel zu kurz. Schwein gehabt. Geiler Pass. Wieder gutes Auge. Aber schön zugelaufen. Der hat ein Auge, der Gomez. Das stimmt. Der hat ein, zwei Augen. Ah, zwei wären besser. Ja, ja. Komm, hast du noch? Der ist noch drin, sagt der Schiri. Und da sind wir frei! Und da ist das 1 zu 0! Boah, boah! Also das ist ein super Kopfball. Also die da noch aufs Tor zu bekommen, Hut ab. Und ich glaube, der hat eine Stärke von 68 oder so. Sensationell. Ball fast schon im Aus, einfach nochmal in die Mitte gekloppt. Sich dann so im Rückwärtsfallen dann noch zu behaupten und den Ball in die Ecke
zu bekommen. Sensationell. Hier ist das 1:0. Wie geht's jetzt weiter? Software hatte gesagt, Endstand 1:2. Beide sollen treffen. Guter Block. Kommen wir nicht rechtzeitig los? Schwenk gehabt. Ishak verliert hier das Duell. Komm, also noch. Der Biss von Nürnberg gefällt mir auf jeden Fall. Schön, schön, schön. Jetzt geht's los mit den Zweikämpfen wieder. Ja, gut. Nürnberg drängt sich aber nicht hinten rein, sondern spielt weiter offensiv. Ishak, Ziele! Boah. Oh, jetzt gibt's noch eine Karte. Oh, so Glück wieder. Ja, das stimmt. Ah, das gibt Abstoß. Mhm. Na, komm, sag mal. Ja, wechseln. Schön aufgepasst. Oh, dann wieder. Also viele Pässe, die zu lang sind. Aufpassen auf. Oh, 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 jetzt da stehen wir zu offensiv. Ja, Leibold wirft sich da rein. Ball aber trotzdem nicht bei uns. Abseits. Nächster Wechsel. Komm, wir brauchen hier frische Leute. Scheiße, das war zu einfach. Jetzt rauf, jetzt rauf. Haben wir. Mann, das ist doch Mist hier. So ein Fehler. Ja, gut. Och. Wieder ausgebügelt. Da könnten wir laufen. Löwen einmal rüber. Der ist. Oh, sehr knapp. Und das war gut gespielt. Jetzt die Chance und Ziele. Das war eine Riesenmöglichkeit. Gute Ecke. Setzen wir es aber nicht durch. Aus der Drehung. Ja, Abstoß. Mehr Schüsse jetzt für Nürnberg. Die haben sich das im zweiten Durchgang erarbeitet. Meine Fresse. Es ist schon wieder 1:0. Im vierten Match in Folge 1:0. Das ist ja jetzt echt verrückt. 1:0. 2:0 für Mucke. 2:0 für mich, jetzt 1:0 für mich. Also das ist ja richtig, richtig krass an diesem Wochenende. Boah,
So wenig Tore, so viel zu null, das ist ein neuer Rekord.